Ach ja. Die Musik ist einfach so schön und so entspannt. Da möchte man am Anfang eigentlich gar nicht dazwischen labern. Und da möchte ich meine Pokémon Hardcore-Begrüßung auch gar nicht dazwischen labern. Einfach weil diese Musik so schön idyllisch ist. Gehört zu meinen Lieblingsmusiken in Pokémon. Das Thema von Fleetwood in Pokémon Platin ist auch sehr schön. Es kommt auch in die Richtung. Ich mag solche Musik. Wie dem auch sei. Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Heart Gold. Mit entspanntem Intro. Weil die Musik so schön ist. Denn wir wollten den Arenaleiter besiegen und uns unsere VM fliegen. Das V in VM steht übrigens für verdient. Wollen wir uns jetzt holen? Mir ist gerade nichts für M eingefallen. Egal. So. Das passt soweit. Du bist vorne. Einen Austauschbob habe ich auch drin, Sinnoh. Dann kann's ja losgehen, oder? Ja. Ach so, ach Mann, muss ich deinen Scheiß jetzt echt nochmal hochkurbeln? Momentchen. Ach Mann. Haben deine Knechte dir den schon wieder hochgekurbelt, oder was? So. Aber nun. Nun wirst du herausgefordert. Aua. Aua. Arr, dann muss ich mich jedes Mal anhören, wenn ich Treppen runtergehe. So, Hartwig. Mein Raucherhusten, Entschuldigung. Dieser unerbittliche Druck der Wassermassen. Diese Stimme tut im Hals weh. Jetzt muss ich echt husten davon. Die Tropfen. Für Tropfen und Schwall für Schwall auf mein Haupt niederregnen. Diese Hunde schreibt. Hey, Moment mal. Du kannst doch nicht einfach so den Wasserfluss stoppen und mich bei meinem Training stören. Doch, du bist ein Arenaleiter. Ich will dich doch nur rausholen. Ich will doch der beste Pokémon-Trainer der Welt werden. Ich will nichts angeben, aber ich bin ein wirklich harter Brocken. Ja. Das ist schön für dich. 7 Tage in der Woche stehe ich unter diesem Wasserfall und stille mich. Was sagst du da? Das macht meine Pokémon auch nicht stärker? Da hast du natürlich nicht Unrecht. Egal, lass uns endlich kämpfen. Ah ja. Das stimmt, Hartwig. Ach Mensch. Ich glaube, das ist der Bruder von Bruno, dem Typen von der Top 4. Aber ich weiß es nicht. So. Flügelschlag! We can do it! Yes! No, Doppelteam, don't. Fluchtwert. Ich sagt mir, was es bitte bringt. Abgesehen davon, dass Doppelteam meiner Meinung nach sowieso die nutzloseste Attacke, also eine der nutzlosesten Attacken in diesem Spiel ist. Sagt mir, was es bitte bringt, den Fluchtwert in einem Trainerkampf zu steigern, aus dem man nicht fliehen kann. Ich verstehe das nicht. So, weiterkämpfen gegen Quappo natürlich. Ich gebe mich noch nicht geschlagen. Ja, Quappo. So. Die Anziehung lassen wir wohl gleich bleiben, weil das lohnt sich sowieso nicht. Dafür ist das Vieh einfach zu widerlich, ja. Und das kann er übrigens auch. So, aber wir haben vorgesorgt. Wir haben uns nämlich Hyperheiler noch gekauft. Okay, Surfer. Au. Okay, pass mal auf. Okay. Natürlich.
Statusheilmittel Erholung. Supertrank. Danke. So. Okay. Okay, sehr nice. Das ist unser zweiter Trank. Ja. Okay, sehr nice. Okay, der schläft immer noch. Gut, jetzt kommt seine Beere. Ja, so. Okay. Ja, doch. Wir dürfen ja nicht mehr. Haben wir Kampf-Items? X Angriff und X Treffer. Gebt den Angriffswert, das mit dem Tausch, das wollen wir uns beenden. Ja, nee, das ist ja doof. Gut. Nice. Oh, danke. Boah, heiß und innig. Ich liebe dich. Oh. Ich hatte so Schiss, dass jetzt wieder einer drauf geht. Dabei. Oh. Oh. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Ein Volltreffer. Geil. Okay.
Wie konnte das bloß passieren? Du hast gewonnen. Aber nun gut, damit hast du dir den Faustorden verdient. Oh mein Gott. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr so richtig angespannt seid? Dieses komische Schockgefühl im Bauch. Ich hab das gerade so richtig hart. Das hört sich jetzt wahrscheinlich richtig bescheuert an. Aber wer das kennt, der weiß, was ich meine. Wenn man so richtig konzentriert und angespannt ist und dann funktioniert etwas. So ein bisschen auch noch diese Steine vom Herzen fallen. Das ist, boah. Ich liebe dieses X-Bad. So. Ja, ich darf jetzt Fliegen einsetzen, endlich. Und ich bekomme die TM01 Power Punch. Wo ich wieder einmal sehr, sehr, sehr froh bin, dass er die nicht eingesetzt hat, weil er hätte so oft die Chance dazu gehabt, die einzusetzen. Und von Animal City, VM, genau. Meine verdiente Maschine, die VM02 fliegen. Oh, meine Güte. Wo war ich gerade? Power Punch. Ich bin so froh, dass er die nicht eingesetzt hat. Die macht unglaublichen Schaden. Ein Item, ja, okay. Ja, schön. Nice. Nice, 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 nice. Oh, und ich hätte sie nicht countern können, weil man kann sie abbrechen. Also es ist eine Attacke, die unglaublich viel Schaden macht. Dafür kann man sie abbrechen, wenn der Gegner Schaden nimmt, bevor er sie ausführt. Das heißt, die lädt erst noch eine Runde. Und so oft, wie ich heilen musste und auswechseln, hätte er sie oft genug einsetzen können. Och, Fliege. Nein, du kommst jetzt nicht wieder zurück. Och, geh doch weg. Oh, gerade war sie weg jetzt und jetzt ist diese ekelhafte Fliege wieder da. Raus aus meinem Haus. Ich hoffe, man hört sie nicht am Mikrofon vorbei brummen. Ansonsten tut mir das aufrichtig leid. Aber ich kann auch nichts machen. Sie sind überall, seit wir unsere Fenster haben auswechseln lassen. Dummerweise. Okay, hätte ja sein können. Dafür haben wir jetzt Fliegen. Verschwinde, Fliege. Please. So. Entschuldigung. Okay. Achso, Moment. Wir müssen ja noch Dr. Bob endgültig auf die Box packen. Er hat seinen Zweck auf jeden Fall erfüllt. Da kann man sich echt nicht beschweren. So. Piep. Ihr zwei wart nur zum Sterben da. Ach. So. Wir haben jetzt einfach den Sterbeslot immer dabei. Ich glaube, das ist eh eine klügere Taktik, als zu versuchen, 6 Pokémon hochzuleveln. Naja. So, wie viel Zeit haben wir denn? Das war nicht on Broadcast. Ich habe meine Aufnahme gerade, mein Spiel gerade runter. Ich hatte kurzzeitig keinen Ton, tut mir leid. So, 14 Uhr. 14 Uhr? Nein, 14 Minuten. 11 Uhr haben wir gerade. Gut, schauen wir doch mal in die Höhle. Jetzt wird das Projekt wahrscheinlich ein bisschen entspannter, weil wir jetzt einfach überall kurz hinfliegen können. So, Felsklippentour. Hier hinten soll demnächst ein Ort entstehen, der sich sehr spannend anhört. Eine Verzarifone? Was? Safari-Zone? Ja, ein Paradies für Trainer. Und ich muss sagen, dieses Mal ist es tatsächlich nicht mal übertrieben, das zu sagen. Diese Fliege, ne? Ist so ein dreistes Mistvieh.
Denn diese Safari-Zone ist wirklich sehr geil. Also überhaupt nicht mit der zu vergleichen, die man in Hardcore. Oh, warum immer Hardcore und Soul Silver? Die man in Platin, Diamant und Perl hatte. Ja, fliegen! Hui! Oh, ist das angenehm. Denn in Diamant und Perl und auch Platin, wie man vielleicht weiß, wenn man die Spiele gespielt hat zumindest, die Safari-Zone ja tatsächlich einfach nur ja, ein Sumpf. Mit immer denselben Pokémon. Und manchmal ein paar Eventviechern, die seltener kamen, aber es waren auch im Prinzip immer dieselben. Und es war halt ein langweiliger Sumpf. Und diese Safari-Zone, ich weiß nicht, ob ich spoilern soll. Sagen wir so, sie wird auf jeden Fall viel, viel cooler. Viel cooler. Und man kann später der Besitzer seiner Safari-Zone werden. Das ist sehr cool. Und man, ja, ich sag das jetzt einfach, man kann sie selber gestalten. Also man kann seine eigene Safari-Zone designen, wenn man dann der Besitzer ist. Das ist sehr, sehr cool. Du musst aber trotzdem noch Geld bezahlen. Eintritt, obwohl sie dir gehört. Aber hey. Wenigstens nennen sie mich dann Chef. Und ich bin 10 in dem Spiel. So. Falls ihr es schon wieder vergessen habt, wir waren nur in Anemonia City vor... sind da hingegangen vor geschätzten 3 Jahren, weil wir die Medizin für dieses kranke arme Ampharos holen wollten. Scheint kaum Luft zu bekommen. Achso, wir müssen ja wahrscheinlich sie ansprechen. Kann Amphi mit dieser Medizin geheilt werden? Nein! Was? Okay, sie nimmt es einfach hin. So, hier. Ein Trank. Ich bin natürlich kein herzloser Mensch. Ich mag Ampharos. Das ist ein tolles, tolles Pokémon. Nimm mir das bitte nicht übel, ja? Amphi lässt sich bloß von niemand anderem als mir füttern. Ja. Wie geht es dir jetzt, Amphi? Hey! Bling, Glitzer, Funkel, Funkel! Was? Du bist ein Vampir? Yeah! Ja. Naja. Und auf einmal ist es helllichter Tag. Hey! Jap, jap, jap. Und sie geht jetzt zurück in die Arena. Das heißt, wir können sie jetzt herausfordern. Warte mal, wieso gehen wir hier lang? Hallo? Okay. So. Dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz ins Kaufhaus. Oba. Ah ja. Ach Mann, dein Ernst, wat? Das war der Chef der Safari-Zone. Also das ist der Chef der Safari-Zone, wollte ich gerade sagen. Und er ruft mich genau jetzt an, dass die Safari-Zone eröffnet ist. Ach Mann, WTF. Jetzt bin ich doch gerade weg. Egal. Wir gehen jetzt... Warte, im Supermarkt sehen die Sachen... Wir gehen jetzt noch kurz in den Supermarkt und sprechen mit dem Lieferanten. Jawohl. Oh. Oh. Mondstein. Ein Blattstein wäre zwar cooler gewesen, aber Mondsteine sind auch nicht schlecht. Vor allem, weil ich mit dem jetzt was anstellen werde. Warte. So, geh mal weg, Fliege. Nerv mich nicht, ist tode. Boah, sind die penetrant. So, pass mal auf. Einfach nur des Styles wegen holen wir uns jetzt ein Nidoking. Denn diesen Mondstein können wir eh nicht gebrauchen. Ups, das war mein Schreibtisch und mein Fuß, der da gerade entlang geschrammt ist. Nicht wundern. Denn wir brauchen einen Mondstein und einen... wir brauchen keinen Mondstein, sondern einen Blattstein. Und einen Wasserstein später auch noch. Und deswegen darf King Julian jetzt
zu wirklich King Julian werden, weil er jetzt ein Nidoking dann sein wird. Yay! Was passiert eigentlich, wenn man die Entwicklung abbricht? Ist der Mondstein dann trotzdem weg? Wäre eigentlich ziemlich dumm. So. Egal, wir haben ein Nidoking. Yay! So. Diese penetrante Fliege, wie sie davor sitzt und die Beine aneinander reibt. Direkt vor meinem Monitor. Boah. Merkt euch das, wenn ihr jemals neue Fenster euch einbauen lasst. Ihr werdet 5000 Trilliarden Fliegen im Haus haben einfach. Die sich dann einfach in deinem Haus fortpflanzen. Ohne Ende. So. Aber wir schauen uns die Safari-Zone auf jeden Fall nochmal an. Yay! Adventure! Diese Musik. So idyllisch. So, rein da. No, nicht gegen die Wand rennen. So, rein da. Unser Quajutsu braucht dringend Level. Ein Quajutsu auf Level 18, das geht doch nicht. So, so, ja. Man kann eine Treppe auch noch umständlicher bauen. Route 47. Oh, Moment, ich muss was testen. Abgesehen davon, dass das die wahrscheinlich schönste Musik ist. Oder eine der schönsten Musiken ist. Von Pokémon. Die ich so gar nicht mehr im Kopf hatte. Also, es ist tatsächlich echt schön, meine Güte. Richtig angenehm. Okay, pass mal auf, wir werden jetzt mal gucken, auf welchem Level diese Pokémon sind. Denn wenn diese Pokémon auf Level, weiß ich nicht, 6000 förmlich sind schon. Nein, okay. Die sind auch auf meinem Level. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Bei Route 47 kann ja sein, dass die... Dass die schon... Ach Mann. Doofes Mistvieh. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Dass die vom Level her schon höher sind, wollte ich sagen, glaube ich. Denke ich jetzt einfach mal, Alter, was? Warum hast du nur keine Gesteins-Pokémon? Ach, was? Yo, YOLO MOLO, auch wenn du keine Level brauchst, aber hey. Wir haben dich sogar in einem Mondball gefangen. Wie passend. Du hast nämlich wenigstens Kampfattacken. Oh, zweimal getroffen. Wie unerwartet. Oh, was? Na gut. Pam. Und jetzt ein Volltreffer. Oh, fast. Immerhin. So, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder paralysiert. Natürlich. Was für ein nerviges Pokémon. Sehr schön. Hat King Julian auch noch was geleistet in seinem Leben? Und soll noch ein Level abbekommen. Das ist doch schön. Was? Really? Nochmal? Felix. Do it. I believe you can do it. So.
Really? Gena? Was könnt ihr alles? Warum habe ich mich verklickt? Verschwinde. Geh weg. Ach, holy moly. Ja, schlaf ruhig. Au. Ich vergaß. Die können auch Walzer. Ich vergaß tatsächlich. Egal. Die. Sehr schön. Bisschen Devil. Auch nicht schlecht. So. Gut, sehr schön. Oh, die Musik. Boah, die ist echt richtig toll. Schön, schön. Dann würde ich aber sagen... Was ist das? Für diesen Part mit noch mehr schöner Musik. Und Pokémon Center Musik. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Ich heile jetzt wieder meine Pokémon von der Paralyse. Beim nächsten Mal schauen wir uns die ominöse Route da drüben an. Bis dahin. Ciao.